Oh Mann. Oh mein Gott. Achtung, Feuer! Ist das dein Ernst? Fick dich. Das ist auch oh, Entschuldigung, aber. Boah, ne, das musste jetzt sein. Was war das denn bitte? Och nein. Würde ich jetzt aber nicht. Ich sehe sie. Ja. Hallo, ich kann nicht. So, das kann ich jetzt aber überspringen, oder? Gut. Komm nicht mehr hier rein. Nein. Meine durchgeknallte, ey. Das Gefühl, ich werde diesen Ort nicht mögen. Hallo? Wo bin ich? Oh Mann. Ach du Scheiße, wie soll ich die besiegen? Hallo? Wow. Oh mein Gott, ey. Boah. Geht aber einen schon ein bisschen auf den Keks, muss ich zugeben. Irgendwie diese. Ah. Dankeschön. Kann ich den nicht auch in den Kopf schießen? Ich glaube nicht. Ah, guck mal, aber... Raketenwerfer? Wo denn? Woher denn den? Ich meine, ich finde es gut, aber... Oh. Oh. Magazin leer! Lade nach! Danke für den Tipp. Alter, ich sollte nicht... Wo habe ich denn jetzt den Raketenwerfer her? Wann habe ich den denn aufgesammelt? Ja, komm her. Oh mein Gott. So. Ja, da ist noch einer, ne? Was? Nennst du mich? Kannst du mich Papi nennen? Nope. Kann ich den eigentlich auch hier oben aufladen? Ging das? Okay, jetzt ist wieder der Level schön. Mit ordentlichen Kanonen. Kann ich Tatsache. Oh yeah, hail to the king, baby. Hail to the king. La 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 la. La 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 la. So, nein, ich will die Kanone haben, die ist nicht voll aufgeladen. Dankeschön. Ach nein, ich muss hier oben hin. Ne, muss ich nicht, oder? Hallo? Ach, guck mal da. Okay. Ich sammle Kanonen auf, je nachdem. Okay, und das auch noch. Muss ich mal da hinten hoch? Also wie gut, dass ich nicht rennen kann, ne? Okay, das ist nicht großartig etwas. Doch das hier. Komm. Ach, Limit erreicht. Limit erreicht. Nö, brauchen wir nicht. Nö, nö, nö. Oh Mann.
Ich will aber nicht. Ja, wie es aus. Warte mal, kann man hier weitergehen? Tatsache. Ach, guck mal. Wie angenehm. Ja, schade. Na toll. So. Okidoki. Dann wollen wir mal gucken. Hoch. Okay. Weiß nicht, wo es lang geht. Ja doch, ich weiß. Ach, hier, Hangar. Oh je. Warte mal, ist Hangar nicht Endgame? Oh, hi. Was war das denn? Was? Willkommen zurück in Berlin, Blazkowicz. Ich passe auf, dass unser Hubschrauber nicht geklaut wird. Vielleicht könnten Sie was gegen die Angreifer unternehmen. Und passen Sie auf Fergus auf, bitte. Er hat keine Munition mehr und kann sich nicht verteidigen. Armer Kerl. Oh. Was hat sie da gesagt? Die Nase ganz schön hoch, seitdem sie in dieser Rüstung buckeln. Oh, oh, hey. Das habe ich gesehen. Warum? Oh mein Gott. Aha, du kommst da nicht durch. Oh, der kommt da durch, der kommt da durch. Hilfe. Alter, kann ich hier irgendwo. Was denn nur? Aber warum? Okay, ich bin das von Dead by Daylight gewöhnt. Oh shit. Hallo. Alles klar, Blazko. Ich komme jetzt raus. Okay. Alter, was zur Hölle? Die Soldaten zurück. Was? Unter Beschuss? Du bist aber zurückgekehrt, hast Aya und die anderen mitgenommen? Anya und die anderen mitgenommen. Aber mich hast du nicht. Und solange ich frei bin, gibt es keinen Ort auf diesem verdammten Planeten, an dem du dich verstecken kannst. Du musst aber erst hinein und jeden retten, der noch am Leben ist. Hä? Wie? Oh. Leute retten! Es ist noch nicht vorbei! Fergus, steig in den Hubschrauber. Ja, Moment. Da hinten waren auch noch Sachen, ne? Oder? Waren die noch? Steigen Sie in den Hubschrauber, Blazkowicz! Ich muss erstmal aufladen. Jetzt hör mal auf, mich hier anzumotzen hier. So. Ist ja nicht so, dass Sie hier keine Zeit hätten, ne? Steigen Sie ein, verdammt nochmal! Ist ja gut, ich komme ja schon. Mann, 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 Mann. Diese Hetze. Andere Seite. Entschuldigung. Lass mich doch. Ich komme hier nicht vorbei. Komm hier. Hä? Oh. Max! Max! Zu kämpfen! Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Das ist grausam.
so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Wir passen den richtigen Moment ab. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes. Wir tauchen ran, kommen erst kurz vor der Basis an die Oberfläche. Sie machen die verdammte Außenwand mit der Kanone platt, dringen so schnell es geht in die Basis ein. Sie werden das Feuer erwidern, also tauchen wir, bevor sie das U-Boot versenken. Dann ziehen wir uns in sichere Entfernung zurück. Wenn sie drin sind, dringen sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien sie die Gefangenen, wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf. Zünden die Atombomben, ebnen alles ein. Bumm, zack. Kein Totenkopf mehr. Passen Sie auf sich auf. Vergeigen Sie es nicht, Sie grandioser Scheißkerl. Max Haas! Okay. Ja, ich bin Idiot. Im Hangar ist natürlich kein Endgame. Das ist so absurd, dass ich zweimal natürlich sage. Gut. Also Abmarsch. Ich habe zwar nicht verstanden, was ich machen soll, aber ich bin voller Zuversicht, dass wir es trotzdem packen. Oh mein Gott, hier ist Wasser. Oh mein Gott, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Hallo? Auf die Tür. Dankeschön. Vorsicht auf dem Weg zur Kanone. Wir machen schnelle Fahrt und die Strömung dürfte ziemlich stark sein. Okay. Okay, Blesko, lade die Kanone. Kann ich schießen? Wir kommen näher. 200 Meter. Oha. Weiß nicht, was uns 100 Meter erwartet. Aber es wird episch. Es wird eben. 50 Meter. Oha. Totenkopfbasis. Alter. Holy shit. Alter, was für ein epischer Abgang, würde ich nicht sagen. Empfang? Das Spiel jetzt so, ist so geil, ne? Anja, ich komm dich holen. Anja, es ist... Terroristen, Parasiten, wollen sie ihresgleichen befreien? Oh ja. Während Sie Ihre dreckigen Füße in diese Hallen setzen, vergessen Sie nicht, dass Sie sich einer Zivilisation entgegenstellen, die alle anderen übertrifft. Denken Sie daran, wenn ich die Maschinenmenschen loslasse. Ja, ja, komm. Kann schon großmöglich passieren. Ne? Schlimmstmöglich, meine ich. Guck mal, wir können uns hier jetzt komplett rüsten, Leute. Komplett rüsten. Ich bin bei Ihnen zu Hause, General. Wird heute also Geschichte geschrieben. So, hier hinten ist mit Sicherheit noch was. Oh ja. Jeder, der schon mal einen Shooter gespielt hat, weiß, wenn man so relativ am Ende ist des Spiels, man ahnt ja schon immer so ein bisschen. Hoppala. Und man bekommt so einen Raum, wo man komplett zugeschissen wird mit Waffen, Munition. Dann weiß man, was Jo geschlagen hat. Oh mein Gott. Und Anja, es ist immer Anja. Ich möchte auch jetzt nicht näher eingehen, aber es ist immer Anja. Hallo.
mein Freund. Haben wir eine Map? Eine sehr unzureichende Map. Fürchte. Rennen ist jetzt nicht so. Hoppala. Ach, wieder so einer. Ich hab den in den Kopf geschossen. Ich hab ein bisschen mit Respekt, wenn ich den Kopf geschossen habe. Oh, Hilfe. Oh, hallo. Ja. Gib dir Deckung. Hallo? Oh mein Gott, ich hab mich erschreckt, ey. Oh, hier. Auch nochmal. Alter, du schießt mich hier weg. Hilfe! Alter, kannst du mal ein bisschen schneller nachladen? Oh mein Gott, wie langsam lädt der? Und noch eine Patrone und noch eine Patrone. Denn ich kann nicht mehr ohne Patrone. Könnte ich jetzt bitte, warte mal, noch einen kleinen Schluck hier, ne? Oh mein Gott, Finale, ich bin aufgeregt. Kadusch. So, Leute. Oh, da war heilmäßig was? Ich lade jetzt nach! Ja, ja. Jetzt aber nicht gerade wenig Leute, ne? Ich hätte hier trotzdem gerne noch ein bisschen so Infos, Memos oder sonstige Sachen ohne Map. Das ist ja angenehm. Bisschen noch so, ah, guck mal hier. Ah, wie schön. Hallo. Bleib mal lieber hier und lock die alle an, denn hier bin ich in Sicherheit. Hallo. Oh, hallo. Das war ja fast schon gut. Jetzt hab ich den! Jawohl! Ich hab dich gesehen! Ah, ich seh dich! Oh mein Gott, Hilfe! Ich wollte hier rein, Entschuldigung. Ich hätte irgendwie geschossen, das mag ich gar nicht. Oh mein Gott. Nein, nein. Alter. Ich starte immer hier. Eigentlich könnte ich hier finde die Zellen. Der Weg nach drin ist frei. Die Zellen müssen in den unteren Ebenen der Basis liegen. Dort werde ich Anja und die anderen finden. Ich muss weiter. Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Lass dich nicht in die Basis! Noch jemand einen Kopfschuss? Da kommt schon. Kopfschuss? Kopfschuss? Ich bin kein Arschloch. Ich sag das nur einmal. Ich dachte, du bist tot.
hier? Ich lade nach! Ja, lad du mal nach. Oh mein Gott. Ich bin getroffen! Hilfe! Du stirb mal. Ich brauche nämlich deine Munition. Mann, Mann, Mann. Frechheit hier, ey. Irgendwann ist aber mal gut hier, ne? So, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Bin an seiner Seite! Warte mal, ich hab doch... Alter! Okay, toll, cool. Was ist denn das jetzt für eine Knarre? Da bist du ja! Oh, verdammter Mist! Da bist du ein bisschen hoch. Da wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache hier mal eine kleine Pause, eine kleine Schaffenspause. Ist auch schon wieder ein bisschen spät. Jetzt habe ich 3 Folgen aufgenommen. Das reicht ja erstmal. Oder? Ja, ich mache morgen weiter, denke ich mal. Höchstwahrscheinlich. Oder? Ja, ja, gut. Hier, so, hier kommen wir anhalten. Liebe Leute, ich bin erstmal raus. Lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession, werden wir dann, denke ich mal, Totenkopf stürzen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und gehabt euch wohl. Tschüss.